Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar ist die Brigitte Box gekommen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Brigitte Box wird mir auch kostenfrei zur Verfügung gestellt von boxpalast.de. Vielen, vielen Dank dafür. Und es ist eine Beauty-Abo-Box und da hast du Produkte aus Beauty, Pflege, Food, manchmal auch so ein bisschen Lifestyle, aber eher weniger. Drin. Die kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, kommt alle 2 Monate und jetzt machen wir sie auf. Ach so, und ich kann eine Box in diesem Video an einen von euch verlosen, weil das ja ein Kooperationsvideo ist. Mega gut. Hier haben wir den ersten Blick in die Box und sehen hier, dass es eine Special Edition der Brigitte Box ist. Total super. Ich bin gespannt. Hier habe ich auch so ein Briefchen mit drin. Liebe Claudia, wir hoffen, dass die Brigitte Box Nummer 4 zum Thema natürlich schön deiner natürlichen Ausstrahlung noch mehr Ausdruck verleiht. Hab ganz viel Freude beim Auspacken und Ausprobieren. XOXO, Maria vom Brigitte Box Team. Vielen Dank, liebe Maria. Und wo ist Charlotte? Ja, gucken wir mal rein, ne? Wahrscheinlich ist die Charlotte im Urlaub. Ich habe hier übrigens als erstes neben der Box, in der großen Box gehabt, von Edamama Azuki Bean Spaghetti, Pasta aus 100% Bio-Bohnen, 33% Protein, vegan und glutenfrei. Das ist ja interessant. Sowas habe ich ja noch nie probiert. Aus Bohnen Spaghettis. Also man sieht es hier unten ja auch, dass die so ein bisschen anders aussehen. Also da werde ich jetzt mal am Wochenende was mit kochen. Da bin ich gespannt, ob die vor allem auch anders schmecken oder so. Bestimmt, weil andere Nudeln sind ja so aus Eiern oder so. Und ja, die kannst du heiß und kalt genießen. Irgendeine leckere Soße da hoffentlich auch zu machen. Richtig geil. Bio, all natural und vegan. 33% hochwertige Proteine. 21% komplexe Kohlenhydrate. 21% sättigende Ballaststoffe. Und glutenfrei. Das hört sich doch mal interessant an, oder? Das wird getestet. So, hier haben wir die Brigitte Box. Box mit dem Hauptinhalt, würde ich mal so sagen. Und dann hast du hier noch ein bisschen Werbung mit drin. Das hatte ich euch ja auch schon mal gesagt, die Blackbox Minister. Und mit dem Code BEAUTYLOVER bekommst du 8 Euro Treuerabatt für 16,95 anstatt 24,95. Die Box hatte ich ja tatsächlich auch schon mal mit dir zusammen ausgepackt. Ansonsten hast du hier ganz viel Werbung. Und es ist auch immer eine Zeitschrift mit dabei und dieses Mal ist es die Brigitte Woman. Kommt auf jeden Fall bei uns ins Badezimmer und kann dann gelesen werden. So, kommen wir zum Hauptpart des Ganzen. Ich finde übrigens, dass die Box echt schön aussieht, ne? So ein bisschen Color Splash, Festivalmäßig. Richtig, richtig schön dekorativ und ha, eine Special Box. Natürlich schön, ja, da bin ich gespannt. Natürlich schön, also nicht so viel dekorative Kosmetik, denke ich mal. Also viel Pflege wird da garantiert drin sein. So sieht die Box dann aus. Du hast das Seidenpapier mit dem Klebi drauf und einem Schleifchen. Huch, das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, fällt schon mal raus. Riecht aber soweit nach nichts. Dann öffnen wir das Schleifchen mal. Juhu, Klebi geöffnet, ohne das Papier kaputt zu kriegen. Sehr gut. So. Und wie gesagt, hier ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und hier ist der erste Blick in die Box. Hauptsächlich Krusselpapier. Als erstes fällt mir hier in die Hand von Merz Spezial Fülle und Dichte ein Haarshampoo. Anti-Haarausfallkomplex mit Anagain TM, also keine Ahnung, Trademark. Koffein, Niacin, Biotin und Panthenol. Und also, das sieht sehr hochwertig aus, ne? Ich glaube, Merz Spezial ist auch jetzt, ich kenne das glaube ich nur als Creme? Nee. Oder hatte ich das mal als Maske? Als Maske hatte ich Merz Spezial schon mal. Gibt es das nicht bei Müller? Haarausfall habe ich tatsächlich ab und an mal. Also jetzt nicht, dass mir büschelweise die Haare ausfallen, aber halt so hormonell bedingt. Ne? Dass dann auch mal jetzt gerade so um die etwa Woche herum habe ich mehr Haarausfall als sonst. Und das merke ich halt, unser Schrotti fährt hier gerade durch die Siedlung. Deswegen hört ihr gerade diese scharfe Musik. Ja, dass man da einfach so ein bisschen mehr Haare verliert und die dann in der Bürste hat oder in der Dusche liegen hat. Ne? So schaut es aus. Und es wird garantiert auch irgendwie so ein bisschen kosmetischer riechen. Jetzt hör doch mal auf da draußen. Lassen ihn kurz vorbeifahren. So, 200 Milliliter sind da drin. Dann riechen wir mal.
Das riecht ganz frisch, also ganz klassisch nach Shampoo. Ein bisschen nach Männerduschgel. Das riecht echt ein bisschen wie das Duschgel von meinem Freund. Ja, aber ja, ich kann mir das gut vorstellen. Wenn das wirklich Fülle und Dichte gibt und meinem Haar gut tut, dann werde ich das verwenden. Das gefällt mir. Schön. Schön, schön, schön. Oh, das ist sogar das Produkt-Highlight. Ich lese übrigens immer gerne so die erste Seite aus diesem Heftchen vor. Und ich hoffe, dass es okay für dich ist. Denn ich finde es immer interessant, was sich so die Boxenleute dabei gedacht haben, als sie die Box gepackt haben oder konzipiert haben. Natürlich schön mit der Brigitte Box Nummer 4. Im Sommer fühlt man sich von Natur aus schön. Die leicht gebräunte Haut, das von der Sonne geküsste Haar und die nie endende gute Laune lassen sie von innen strahlen. Unterstreichen sie ihre natürliche Schönheit mit den dezenten Beauty- und Pflege-Highlights aus ihrer Brigitte-Box. Ja, guck. Dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir natürlich drin eine Sonnencreme für das Gesicht von Veleda Sun. Edelweiß Sonnencreme für das Gesicht, die hatte ich auch, glaube ich, oder habe ich immer noch für den Körper da, aber ich habe jetzt eine andere angebrochen, sodass ich die jetzt nicht anbräuchen muss, aber ich kann sie ja schon mal rausholen. Ich weiß nicht, ob ich die auch dann dieses Jahr verwenden werde oder erst nächstes Jahr. Wie lange bist du haltbar? 10, 20, 20, ja, die kann ich auch nächstes Jahr verwenden. Genau, mineralische UV-Filter und leichte Pflegeformel, so schaut die aus. Und Veleda ist ja bekanntermaßen Naturkosmetik und ja, mit Lichtschutzfaktor 30, damit machst du nicht viel falsch, aber ich habe aktuell eine mit 50 von Ultrasun da stehen und die ist auch ganz gut bei mir. Jo. Dann habe ich von Hydrophil eine Zahnbürste, verbesserte Borsten und neue Farben. In der Farbe Natur, Borstenmittel, eine nachhaltige Zahnbürste aus Bambus. Und wie wir ja von der Humble Brush wissen, ist Bambus der am schnellsten nachwachsende Rohstoff. Sehr gut. Jo. Auch in so einer Packverpackung. Cruelty-free und vegan. Gucken wir uns die mal an. Ich habe ja eigentlich meine Zahnbürste quasi meine normale elektrische, die ich so habe. Das heißt, die ist eher was für Reisen. Ja gut, die ist jetzt hier noch eingepackt. Die kannst du hier nicht rausnehmen, ne? Ich nehme die mal raus. Ich weiß ja, dass ich die an meine Familie, Freunde, wie auch immer weitergeben werde. In meine Krabbelkiste kommt die ja immer mit rein, weil das ist ein Produkt, was man halt immer gut gebrauchen kann. Und dann gucken wir uns die doch einfach mal an. Ich glaube, die sind mir nicht böse, wenn ich die mal aufmache. So schaut die Zahnbürste aus. Die sieht doch etwas anders aus als die Humble Brush. Die ist vorne sehr, sehr schmal, finde ich. Ne? Das finde ich echt interessant. Und hier hat die quasi auch so einen schmalen Steg. Und hier an der Seite, also wenn du tiefer gehst, ne, das wird rund. Ich glaube, das kann man dann auch sehr gut greifen. Sehr cool. Vorne ein bisschen deformiert, ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Naja, aber gut. Die wird in meiner Familie oder wie auch immer, ach, die wird weitergegeben. Genau. So. Aber schön, dass sie mit drin ist. Ist auf jeden Fall was Gutes für die Reise. Und natürlich schön, natürliche Zahnbürste passt zum Thema. Von Logona Natural Nail Polish in der Farbe 05 Urban Taupe. Oh je, kontrollierte Naturkosmetik. Der wird weiter wandern. Das ist ja ein Nagellack und in der Farbe möchte ich ungern was auf den Füßen haben. So eine Taupe-Farbe ist jetzt nichts unbedingt für mich. Das heißt, es wird mal in eine Verlosung gehen. Das sieht wirklich sehr erdig aus, mit einem Hauch von Lila mit drin. Ne? Aber ja, das ist keine Farbe, die ich auf den Füßen tragen würde. Sieht bei mir irgendwie nicht so aus, weil ich auch echt sehr, sehr weiße Füße habe. Eine Handcreme habe ich hier drin von Retterspitz. Schützend und pflegend mit wertvollem Jojobaöl. Aha. Und Retterspitz GmbH kommt aus Schweig. Das ist auch in Deutschland. Da sind 50 Milliliter drin. Und so schaut die Verpackung aus. Sehr, sehr schlicht. Und hier steht drauf, Retterspitz Handcreme für zarte und geschmeidige Haut mit wertvollen pflanzlichen Naturstoffen aus Jojoba, Avocado, Johanniskraut und Karottenöl. Das ist interessant. Antioxidativ, Haut- und Zellschutz, Schutz vor Austrocknung und Rissigkeit. Jetzt sollten bitte Handcremes generell tun. Beruhigende Wirkung. Ja. Die ist bis 2021 haltbar. Mhm. Ich finde das immer interessant, ne? Man muss da auch mal echt drauf achten. Du hast auf einem Produkt noch MHD-Daten stehen. Und das finde ich tatsächlich besser, als wenn hier hinten so ein Viech abgebildet ist. Ich weiß gar nicht, wo man das sieht. Bei dem steht zum Beispiel drauf von Merz Spezial, dass man das nur 6 Monate geöffnet haben soll. Aber ganz ehrlich, wer achtet denn darauf, wann du das Produkt geöffnet hast, um dran zu riechen zum Beispiel? Oder wenn du das bei DM im Laden kaufst oder so, weißt du ja nicht, wie viele Leute wann
das Produkt schon mal geöffnet haben. Das heißt, das ist dann sehr, sehr schwierig von diesen Ablaufzeiten. Deswegen mag ich das viel, viel lieber, wenn dann MHD-Datum draufsteht. Was hier natürlich nur, nee, das steht hier oben auch noch in der Falz eingraviert drin. Das ist auch sehr schön. Hier hast du dann die Handcreme. Die sieht echt schick aus. Das heißt, die kann man auch so jetzt öffnen und benutzen. Das finde ich sehr schön. Praktisch. So, mache ich mir nämlich ein bisschen Handcreme hier drauf. Die ist sehr, sehr flüssig. Also hat jetzt nicht so eine feste, cremige Textur. Riecht nach relativ nichts. Sehr geruchsneutral, um das mal etwas fachkompetenter zu sagen. Ja, ist das das Jojobaöl, was so riecht? Ich glaube schon. Das ist sehr ölig, halt wirklich vom Geruch her. Ich hätte jetzt auf den ersten Schnupper gesagt, dass es riecht wie Honig, aber kann mich da auch irren. Ja, das hinterlässt eine sehr, sehr weiche Haut. Ich habe jetzt natürlich echt wenig auch drauf verwendet, ne? Und ja, fühlt sich aber schön an. Ich denke, dass die echt schnell einziehen wird. Doch, die gefällt mir. Die mag ich gerne. Da freue ich mich drauf, die zu verwenden. So, dann habe ich hier das nächste Produkt von Sebamed. Ich muss mal wieder eine Sebamed-Box für meine Mom anfangen, wa? Anti-Aging-Faltenfiller aufpolsternd mit dreifach Hyaluron-Komplex. Das ist ja pH-neutral, also mit 5,5. Und ja, hier steht, wie die alle man wirkt, wo die alle eindringt und was die alle macht. Und die wirkt halt dreifach gegen Falten und hilft, die Haut von innen nach außen mit Feuchtigkeit zu versorgen. Was halt auch wirklich so eine der wenigen Methoden ist, wie man überhaupt Falten minimieren kann. Du kannst ja nicht einfach irgendwelche Sachen immer draufklatschen und denken, dass das wie ein Bügeleisen funktioniert. Im Prinzip musst du ganz, ganz viel trinken und dafür sorgen, dass deine Haut ja von innen nach außen aufgepolstert wird, weil, ne, nur so hilft das ja auch. Und ja, das scheint die dann wohl zu machen. Jedenfalls steht das hier drauf. Ja, so sieht die aus. Das ist schon mal ganz schick. Eine Tube, ein Tiegel. Und hier hast du eine Folie drauf. Ja, da riecht auch nichts durch. Ist, glaube ich, auch mal wieder ohne Parfümstoffe. Dementsprechend kannst du da auch nichts durchriechen. Dann hast du hier noch einen Beipackzettel mit dabei. Sammle ich wieder für eine Sebamed-Box für meine Mom. Die hat sich echt gefreut das letzte Mal. Dann habe ich hier von Pedi Protect die Gebirgssonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50+. Die hatte ich schon mal in der Hand. Mit Bio-Alpenrosenextrakt ohne Octocrylene und ohne Mikroplastikpartikel und mit diesem unheimlich niedlichen Pinguin vorne drauf. Die hatte ich wirklich schon mal in der Hand. Also die war schon mal in irgendeiner Box auch mal mit drin. Ja, die habe ich, glaube ich, auch verlost, ne? So schaut die aus. Und die werde ich jetzt auch nicht öffnen, weil die dann wirklich nur 6 Monate haltbar ist, weil die ist auch vegan. Ja, dann werde ich die mal verwenden, wenn es dann wieder soweit ist, dass eine halt leer geht. Das ist medizinische Hautpflege. Und was machst du noch? Es ist vegan, es ist ohne Nanopartikel, ohne Octocrylene, ohne Farb- und Konservierungsstoffe, ohne allergieverdächtige Duftstoffe, ohne PEG, PPG, ohne Mineralöle, ohne Parabene, ohne Silikone und ohne Mikroplastikpartikel. Also das hört sich nach einem wirklich guten Produkt an, muss man aber halt erstmal benutzen. Keine Ahnung. Ne? Sehr süß auch mit den Pinguinen, finde ich ja so niedlich. Zwei Masken sind hier drin und zweimal die gleiche müsste das sein, glaube ich. Ja, und zwar ist das diese hier von Luvos Heilerde mit eine Zellaktivmaske und das ist Naturkosmetik. Sehr schön. Mit Q10 regt ihr natürlich einen Zellstoffwechsel nachweislich an, revitalisiert und regeneriert für schöne und gesunde Haut. Ne? Eine behalte ich, eine kommt weiter, weil ich nicht horten will. Bin aktuell dabei zu überlegen, wie ich hier am besten die klattern kann. Also nicht horten, Claudi, sondern auch mal weitergeben. So. Als nächstes habe ich hier zwei Lippenprodukte von Alverde Naturkosmetik drin. Und zwar ist das einmal ein Matt Lipstick in der Farbe 60 Rosewood Smile. Das ist dieser hier. Und ich denke, das ist der dazu passende Lip Liner. Und das werden wir doch mal austesten, wie das funktioniert. Ich habe zwar jetzt gerade einen Gloss drauf, aber den kann ich ja runter machen. So schaut der Lippenstift aus. Der riecht ein bisschen nach Brause. Riecht gut. Und hier ist der Lip Liner, der nach nichts riecht. So, jetzt habe ich erstmal den Lipgloss runtergenommen und dann gehe ich zuallererst mit dem Lip Liner drüber. Das ist dieser hier. Der schaut geswatcht. Swatchen ist immer so eine Sache, ne? Aber so schaut der geswatcht aus. Das ist so ein Rausdreh-Lip Liner, was ich sehr praktisch finde. Der nehme ich Jana Spiegel. Der lässt sich schön und einfach auftragen, entspricht natürlich nicht meiner natürlichen Lippenfarbe, aber ich finde den eigentlich ganz cool.
Also der Lip Liner ist schon mal ganz nice. So, jetzt nehmen wir den Lippenstift im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es ist ja einfach ein Stift, ne? Nach wie vor frage ich mich, wie man das anspitzen soll. Wahrscheinlich irgendwo drüber rollen, ne? Aber das finde ich immer so schwierig. Der fühlt sich sehr cremig an. Und scheint dann auch sehr, sehr gut zum Lip Liner zu passen. Ja, das ist halt richtig nude, ne? Also, sieht ganz nice aus, aber ich finde es halt sehr, sehr nudig. Also, fast schon zu nudig. Ich muss gucken. Ich bin da nicht so Fan von diesen extremen Nude-Lippen. Das ist mir dann irgendwie zu langweilig. Weil ich denke mir, wenn ich was auf die Lippen mache, dann muss es halt auch schon derbe sein, ne? Oder man nimmt es halt so als Lipbalm-Ersatz. Kann man natürlich auch machen. Aber für dieses Produkt brauche ich im Übrigen keinen Lip Liner. Das heißt, der Lip Liner wird definitiv weiter wandern. Bei dem Lippenstift bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich werde mir das nachher mal angucken, wenn ich das Video schneide, wie das genau auch in der Kamera aussieht. Jetzt in live sieht es okay aus, aber halt echt langweilig, ne? Da kann ich auch einfach einen Lippenbalm nehmen. Also die Farbe ist, wird wahrscheinlich vielen gefallen, die auch die Box haben, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das mag. Was meinst du denn? Gefällt dir diese Farbe oder findest du die öde? Kannst hier oben ja mal abstimmen. Vielleicht mache ich das wirklich anhand eurer Abstimmung mal abhängig, ob ich den behalte oder nicht. So, was haben wir hier denn noch drin? Eins haben wir nämlich hier noch drin und das ist irgendwie so ein schwarzes Ding. Ein schwarzes Ding, wo was drin ist und das ist irgendwie hart. Okay. Und es ist gut verpackt hier. Hä? Oh Gott, ich muss das aufschneiden, sonst funktioniert das hier nicht mit uns. Ach, guck mal. Oh, da hätte ich ja ein bisschen vorsichtiger mit umgehen können, ne? Von Villeroy und Boch. Das ist eine ziemlich hochwertige Marke, Leute. Und da hast du nicht nur dieses hübsche, schicke Tellerchen, was wir definitiv hier benutzen werden. Das ist aus Schiefer, glaube ich, ne? Sieht nach Schiefer aus. Schick. Sehr simpel, aber schön. Genau. Und da hast du nicht nur einen Teller mit drin, sondern auch einen 15% Rabattcoupon. Hier, so sieht es aus. Kannst ja gucken. Und Rock Your Table. Ja, ich möchte kurz was hierzu sagen. Hübsch. Gefällt mir. Also wir haben auch so eine riesengroße Schieferplatte, wo wir, also so in groß und in eckig, wo wir auch gerne so Häppchen anrichten. So Käsehäppchen mit so schönen Weintrauben und dann ein bisschen so Würstchen dabei und so, ne? Voll schön. Und das kann man hier drauf auch so machen, so klein, ne? Und dann kann man den auch so weiterreichen oder man stellt den auf den Tisch und das ist dekorativ und das gefällt mir. Finde ich echt hübsch, muss ich wirklich sagen. Und von daher, cool, dass das mit drin ist und ich finde es echt nicht verkehrt. Also, das wird auch recht teuer sein, denn Villeroy & Boch ist teuer, Schiefer ist teuer. Boah, keine Ahnung, wie teuer so ein Tellerchen ist. Um ehrlich zu sein, ist, glaube ich, das Shampoo tatsächlich mein Highlight-Produkt aus der Box. Hat mir ganz gut gefallen. Du kannst mir gerne unten in die Infobox, wollte ich schon sagen, unten in die Kommentare schreiben, was dein Highlight-Produkt aus dieser Box ist. Ich blende hier mal den Gesamtwert ein, der soll sich so ungefähr bei 100 Euro bewegen. Ich denke, dass wir da auch tatsächlich sind. Also finde ich echt ziemlich cool. Wenn man bedenkt, man zahlt 25 bis 30 Euro für diese Box, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Denkt dran, in diesem Video wird eine Box verlost. Alles dazu steht unten in der Infobox drin, ne? Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!